Mindener Tageblatt. Täglich eine gute Zeitung. Das Konzept für Bühnenbild und Kostüme steht. Knapp 5 Monate vor der Premiere von Tristan und Isolde im Mindener Stadttheater präsentieren Regisseur Matthias von Stegmann und Frank-Philipp Schlössmann, verantwortlich für Bühne und Kostüm, erste Modelle für die Mindener Eigenproduktion. Also wir haben uns überlegt, da das Stück ja auch wirklich mit Reise und mit Fahrt zu tun hat, dass das Dreieck bzw. die Bootsform ein wichtiges Mittel im Bühnenbild sein wird. Das ist ja die Besonderheit hier in Minden, dass das Orchester auf der Bühne ist und wir mit der Spielfläche davor. Somit haben wir eine dreieckige bootsförmige Spielfläche, auf der auch Bootsobjekte stehen werden, als Grundfläche uns ausgedacht. Wie entsteht so ein Bühnenbild in der Zusammenarbeit? Naja, das ist, ich denke, dass jedes Team anders zusammenarbeitet, aber grundsätzlich ist es natürlich schon so, dass sich jeder zunächst mal, ich glaube, man beginnt damit, sich getrennt Gedanken darüber zu machen. Zumindest ging es bei uns so, jeder überlegt sich ein bisschen was, dass man eine Gesprächsgrundlage hat. Wir haben ja auch schon zusammengearbeitet, also wir kennen uns von einer früheren Zusammenarbeit. Und dann trifft man sich und spricht zunächst mal ganz theoretisch. Also man spricht so theoretisch, was interessiert mich an dem Stück? Was ist wichtig für mich, was will ich sehen, was will ich erzählen? Das kann ich aus meiner Warte schildern, ohne jetzt konkrete Angaben zum Bild zu machen, sondern ich kann immer nur über das Was reden, was erzählt werden soll, wie es erzählt werden soll, ist dann letztendlich auch seine Aufgabe. Und dann tauscht man sich aus über gewisse Dinge und dann geht es irgendwann in die konkrete Arbeit, die dann so aussieht, dass er erste Vorschläge macht, Bilder schickt von Modellen oder auch einfach nur von Zeichnungen und dass man anhand dieser Dinge dann weiterarbeitet. Sie haben eben gesagt, dass es ein sehr sinnliches Werk ist und auch eine sinnliche Inszenierung eigentlich verlangt. Wie kann ich mir das vorstellen? Naja, ich glaube, also Sinnlichkeit hat ja was mit Emotionen zu tun. Emotionen kann man nicht, also kann man natürlich auch im richtigen Leben, Emotionen kann man auch betrügen, aber man kann Emotionen, glaube ich, nur durch Authentizität vermitteln. Das heißt, für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass wir als Zuschauer die Chance haben, den Leuten auf der Bühne, den Sängerdarstellern auf der Bühne, das schlicht und einfach zu glauben. Das ist meine Aufgabe als Regisseur, ihnen sie so weit zu bringen, dass sie wirklich ganz, ganz authentisch, lassen wir uns das moderne Wort rüberkommen, mal irgendwie hier an der Stelle gefallen, also dass die ganz authentisch rüberkommen, dass die wirklich leben. Und wenn wir das, glaube ich, glauben, was die machen, dann sind wir selber auch emotional und sinnlich berührt als Zuschauer. Und das muss mein Hauptziel sein. Und wie erreiche ich das? Das ist eine gute Frage, das können Sie mich am 8. September nochmal fragen. Aber man erreicht es natürlich auch dadurch, dass man sich, glaube ich, Zeit lässt, dass man auch versucht, Gemeinsamkeiten zwischen den Sängerdarstellern und zwischen den Figuren zu finden. Es ist oftmals so, dass man eben, wie schon bei einem Bühnenbild, sagen kann, was will ich erzählen, wie ich es erzähle, muss ich, glaube ich, sehr individuell mit den einzelnen Sängern erarbeiten. Und vielleicht findet man irgendwo einen Türöffner, dass man sagt, wie kriege ich den dazu? Das hängt aber, das ist ein ganz individueller Vorgang bei jedem Sänger, würde ich sagen.